Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Christian Alexander und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit der Sony Alpha 7 R Mark II ganz schnell Autofokusfelder wechseln könnt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit eurer Kamera arbeitet, könnt ihr über die FN-Taste, über die Einstellung Fokusfeld, Flexible Spot, euer Feld, euer Autofokusfeld ganz beliebig verschieben, solange das orange ist. Wenn ich jetzt den Auslöser andrücke oder gar ein Foto mache, zack, dann wird das Feld schwarz und meine Kamera stellt immer wieder kontinuierlich in diesem Feld scharf. Damit ich jetzt nicht den ganzen Weg durch das Menü wieder gehen muss, programmiere ich mir eine Taste um und das ist bei mir die mittlere Taste. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir drücken einmal die Menütaste, wählen dann das Zahnrad oben als Einstellung und gehen hier auf die Seite Nummer 7. Da gibt es eine Einstellung, die heißt Key-Benutzer-Einstellung und damit kann ich meine Tasten programmieren. Ich möchte jetzt die mittlere Taste programmieren, deswegen suche ich mir die aus meiner Liste aus, da ist sie schon. Und die Funktion, die ich dort hinlegen möchte, das ist die Fokus-Einstellung. Mit der kann ich jederzeit mein Autofokusfeld verschieben. Jetzt habe ich sie programmiert, zack, und zeige euch das einmal. Ich drücke in der Mitte und kann sofort mein Autofokusfeld zum Beispiel auf das grüne Glas verschieben. Oder ich drücke nochmal, kann mein Autofokusfeld auf das rote Glas verschieben. Oder drücke nochmal und kann mein Autofokusfeld wieder auf das grüne oder vielleicht sogar auch direkt wieder auf das blaue verschieben und bekomme so scharfe Bilder. Wem das übrigens noch nicht reicht, wer sagt, na, mit diesen Tasten, die sind mir zu klein, da komme ich nicht so gut zurecht. Ihr könnt, wenn ihr die Taste gedrückt habt, auch über eure Einstellräder das Feld verschieben. Das hintere Rad verschiebt das Feld links und rechts und das vordere Rad oben und unten. Das geht sehr, sehr schnell, ist sehr präzise und ihr könnt einfach das benutzen, was ihr lieber mögt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Einstellung. Programmiert eure Kamera um, macht richtig tolle Bilder und ich freue mich schon auf eure Comments.